Es gibt auf Griefer Games jetzt die neue Sommerkiste im Jahr 2024. Was alles in dieser Sommerkiste drin ist und wie du sie bekommen kannst, zeige ich dir in diesem Video. Hier liegen auch noch Money Drops rum. Irgendwie, ich habe schon einige Money Drops gesammelt und es gibt einige Money Drops jetzt schon und die neue Sommerkiste kam jetzt auch gerade erst raus. Und wie finden wir die Sommerkiste überhaupt? Ihr müsst einfach auf irgendein CityBuild gehen, geht zum Spawn und lauft dann hier vorne, hier entweder zur Sommerkiste oder da hinten zur Sommerkiste, also zum Case Opening, und dann sehen wir ja schon die Sommerkiste, die finden wir hier. Übrigens gibt es auch eine neue Karte hier am Spawn, jetzt neue Sommerkiste. Es ist ja jetzt Sommer und die Sommerkiste ist jetzt draußen. Mit einem Rechtsklick können wir die Sommerkiste uns angucken und da sehen wir hier alle Items, die in der Sommerkiste drin sind. So, ich habe euch natürlich einiges wieder rausgeschrieben und zeige euch die wichtigsten Items, die neu sind, die in dieser Sommerkiste drin sind, zeige ich euch natürlich in diesem Video. Ihr könnt euch die Sommerkiste so allein selbst angucken. Ich meine, wir haben ja hier noch andere Sachen, die ich euch dann jetzt nicht erzähle, aber das sind so Standard-Sachen oder Sachen, die jetzt nicht so relevant sind, aber trotzdem cool sind, deswegen guckt euch die einfach mal selber an. Wie ihr auf Griefer Games kommt, ja, falls ihr das jetzt nicht wisst, guckt einfach hier oben rechts in dem Video vorbei und da zeige ich euch das. Und wir haben hier als erstes die Prefixe und die Schriften in dieser Sommerkiste. Wir haben zuerst die Flower-Farbe, die finden wir hier, das ist die neue, ein neuer Prefix. Dann haben wir die Sommerschrift, das ist dieser hier, das ist das hier, also das ist so ein Schrift. Ne, wenn, wir sehen ja hier im Chat, wie die schreiben und das so schreiben wir dann im Chat, wenn wir das aktivieren, das ist eine Schrift, kein Prefix. Dann haben wir als nächstes die Österreich-Farbe auf der zweiten Seite. Hier die Österreich-Farbe, so sieht die aus. Dann haben wir als nächstes die Schweiz-Farbe und als nächstes die Deutschland-Farbe. Es gibt natürlich schon einen Deutschland-Prefix. Das hier ist ein neuer Deutschland-Prefix. Das ist auch ein anderer Kopf und ja, den gibt es jetzt hier neu. Und es gibt auch von den Prefixen weitere Prefixe, zum Beispiel hier den dieses Item, alle Prefixe, was aber nur insgesamt dreimal gezogen werden kann. Pekka spammt mich hier schon wieder zu, ja, du bist im Video. Und wir machen jetzt hier mal weiter und gucken uns die anderen Prefixe an, die jetzt alt sind. Der doppelgraue Prefix, das ist ja schon der alte. Dann sehe ich auf der zweiten Seite den doppelroten Prefix, der ziemlich weit unten ist. Dafür, dass man bedenken muss, der war mal ziemlich teuer oder ist es sogar noch. Und ist jetzt in der Sommerkiste ziemlich weit unten. Und den rot-weißen Prefix, den haben wir auch noch, den ich gerade drin habe. Zum Beispiel, so sieht der, so sieht er aus. Ihr seht es im Chat, so rot-weiß. Ja. Wir gehen zu den neuen Items in dieser Sommerkiste. Die neuen Items, die auf Griefer Games da sind, ist das dauerhafte Fly-Recht. Das ist das hier. Es kann insgesamt noch 5-mal gezogen werden. Und mit dem Befehl slash fly können wir dann immer fliegen, egal. Alter, was ist? Was ist? Einer hat den All-Prefix auf CB22 gezogen gerade. Ja, geil. Du bist übrigens im Video. Ja. Achso, ich nehme das mit rein. Achso, Buch. Also dieses Fly-Recht ist, wenn wir den Befehl slash fly eingeben. Ihr seht, ich hab's nicht, weil ich habe diesen Prefix nicht und den dieses Recht nicht durch dieses Item. Und habe weder einen Streamer-Rang noch einen YouTuber-Rang. Gut, den Streamer-Rang will ich eh nicht erhalten. Aber ich habe keinen YouTuber-Rang, ja. Fragt mich nicht, wieso. Ich werde immer wieder gefragt. Fragt das Team. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir machen aber trotzdem weiter mit den Videos, ne? Also, wir machen auch weiter mit den Items. Und zwar gibt es ein saftiges Melonenstück. Und das ist auch neu, soweit ich weiß. Es gibt einen stacheligen Strandball, passend zum Sommer. Auf der zweiten Seite finden wir, jetzt muss ich gerade mal gucken, wo das ist. Das ist hier der Teil des Strandes. Das ist so ein Sand, ja. Und dann haben wir noch ein anderes Item. Das ist auf der ersten Seite. Das finden wir hier. Das Griefer Games Partikel Effekt. Also Griefer Games, ein setzbarer Partikel Effekt. Effekt Griefer Games. Was haben wir alles an Geld in der Sommerkiste? Das sind die 50 Millionen, die 30 Millionen, die 10 Millionen hier, die 5 Millionen, die 2 Millionen, die 1 Million. Dann gibt es 2x 500.000, 2x 250.000. Hier gibt es noch die 100.000. Dann gibt es hier die 50.000, die 25.000 und die 5.000 Dollar für alle. Zu den Perks. Wir haben einige Perks, die schon alt, also die noch alt sind. Es gibt aber neue Perks. Wir können die Perks mit Stash Perks aufrufen. Und da finden wir hier alle Perks, die es gerade gibt. Das sind die alten Perks. Es gibt aber auch neue Perks. Und die neuen Perks, die finden wir nur bis jetzt in der Sommerkiste. Es gibt die neuen Perks, das sind das Sprungkraft-Perk Level 2, das Schnelligkeit-Perk Level 2, das Stärke-Perk Level 2, das Keep-Inventory-Perk Level 2, das doppelte XP-Perk Level 2. Diese Prefixe sind hier diese Köpfe.
Also die finden wir bis jetzt nur in der Sommerkiste. Die alten Perks, die hier drin sind, sind das Startkick-Perk, Mute-Perk oder Mute-P-Perk. Dann gibt es noch das Keep-XP-Perk, das Stärke-Plus-Perk und das Feuerresistenz-Plus-Perk, was man sich aktuell auch mit dem Griefer Games Ingame-Geld kaufen kann. Zu all den Spawnern, die in der Kiste drin sind, ist hier ein verzauberter Spawner mit Haltbarkeit 1, Nemesis der Gliederfüßer 1, Rückstoß 1, Explosionsschutz 1 und Wasserinfinität 1. Ansonsten haben wir noch 45 Spawner, die sind hier, die 5 Spawner sind hier, die 2 Spawner sind hier und auf der zweiten Seite finden wir noch einen Spawner. Es ist ziemlich viel, was in der Kiste drin ist und ich würde sagen, dass wir uns jetzt mal eine Kiste kaufen. Die Kisten, genau, die könnt ihr euch übrigens kaufen hier, bei den Kisten kaufen. Es gibt gerade aktuell kein Sale, deswegen habe ich jetzt auch nicht ausgerechnet, wie viel das insgesamt kostet. Und ich war einfach zu faul drauf und habe es vergessen. Deswegen eine Kiste für 230 Kristalle, 5 Kisten für 650 Kristalle, 10 Kisten für 1300 Kristalle und 25 Kisten für 3250 Kristalle. Die Kristalle könnt ihr euch entweder im Shop kaufen, ist in der Videobeschreibung verlinkt, oder ihr könnt euch die Kristalle durch Adventure Coins verdienen, durch Adventure Aufgaben verdienen. Ich habe zum Beispiel hier schon, ja gut, sieht man, sieht nicht. Ich habe die Kristalle hier, 2198 Kristalle, und ihr bekommt immer mit etwas Glück Kristalle aus den täglichen Aufgaben manchmal. Ihr bekommt eigentlich immer welche aus den wöchentlichen Aufgaben und immer welche Kristalle aus den monatlichen Aufgaben. Deswegen habe ich auch schon einige auf meinen zweiten Account und wir gehen zum Spawn und kaufen uns mit dem zweiten Account mal eine Kiste. Und es gibt übrigens gerade keine Supreme-Kisten, generell beim Case-Opening, und auch keine zu kaufen. Aber ich habe mit meinem, Hauptaccount hier auch noch einige Supreme-Kisten, meine Kisten. Ihr seht, ich habe noch einige, die werden wir dann mit so einem großen Case-Opening irgendwann mal aufmachen. Vielleicht beim 5-Jahres-Stream, deswegen guckt gerne am 20.07. beim 5-Jahres-Stream dabei, rein. Und wir gucken uns jetzt mal eine Sommerkiste an. Ich habe hier 731 Kristalle. Kisten kaufen, wir kaufen uns jetzt mal eine Kiste fürs Video. Habe ich alles erfahren, die Kristalle. Ihr bekommt auch Kristalle, wenn ihr euch einen Rang kauft, aber ich habe das hier mit einem Premium-Account, mit Premium-Rang, den ich gratis habe von meinem Hauptaccount. Und deswegen, ich habe mir alle Kristalle erfarmt. Wir öffnen eine Sommerkiste und ich bin sehr, sehr gespannt, was wir rausbekommen. Wahrscheinlich nur Müll, weil ihr bekommt natürlich viel Müll raus, aber ich öffne jetzt eine und hoffe, dass ich keinen Müll rausbekomme. Und wir haben eigentlich viel Müll nur drin. Ja. Und es ist, wir haben noch eine Sommerkiste. Das heißt, eine Sommerkiste haben wir gekauft und haben noch eine Sommerkiste bekommen. Das habe ich gerade gar nicht, das wusste ich gerade gar nicht. Ich nehme das mal hier als Screenshot auf. Wir können die Sommerkiste droppen, das ist also als Item. Das wusste ich tatsächlich noch gar nicht. Dann gehen wir mal zu meinem Hauptaccount und öffnen wir die mit dem Hauptaccount. Machen wir das einfach so. Ich wurde auch gerade 500.000 gewonnen. Ich klicke das hier einfach mal an. Ich habe eine Sommerkiste erhalten. Voll geil. Ja, wusste ich tatsächlich gar nicht. Wir öffnen die einfach mal und hoffen, dass wir ein bisschen was rausbekommen. 5.000 für alles ziemlich viel, aber wir haben 25.000 bekommen. Ja, es ist nicht schlecht. Aber war jetzt zweimal nicht so gutes Zeug dann. Aber wie gesagt, es ist viel Müll drin. Und Müll in Anführungszeichen, ne, aber ihr müsst, also im Vergleich zu den anderen Items, aber ihr müsst schon ein bisschen was mehr kaufen von den Sommerkisten, damit sich das auch wirklich lohnt. Es ist natürlich Glücksspiel, ne? Also ihr könnt auch beim ersten Mal, oh mein Gott, ihr könnt auch beim ersten Mal ziemlich viel gewinnen, aber das ist natürlich eine Glückssache. Also wie gesagt, schreibt wie immer gerne eure Meinung zu dieser Sommerkiste in die Kommentare. Kauft ihr euch welche? Erfarmt ihr euch welche? Erfarmen geht natürlich auch, was ziemlich geil ist und was ich sehr, sehr geil an Griefer Games finde, dass man sich, auch wenn es viel Aufwand ist und wenn es lange dauert, sich solche Kisten einfach erfarmen kann und die nicht kaufen muss. Ja, und ja, also wie gesagt, schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare und abonniert auch sehr gerne den Kanal und aktiviert auch die Glocke, um keine weiteren Griefer Games Videos zu verpassen. Hier verpasst ihr nie wieder was rund um Griefer Games und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao. No one can do it like you.